YouTube. Wir werden uns heute gemeinsam das Update zu Buckshot Roulette reinziehen. Es gibt nämlich eine neue Version und es gibt einmal natürlich immer noch den regulären Modus. Da werden wir eine Runde mal spielen, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Und dann skippen wir natürlich in den neuen Doppel-oder-Nichts-Modus rein. Die Leute haben mir ganz häufig geschrieben, wann Update, Buckshot Roulette hat Update, mach Update, mach Update. Jetzt du spielen Update, jetzt ich spielen Update. Wenn ihr da draußen meine Arbeit ein wenig unterstützen wollt, kostet kein Geld, einfach nur eine Bewertung reinschrauben und Hashtag OneUpdate in die Kommentare schreiben. Bin gespannt, wie oft ich das lese. Wir starten durch. Viel Spaß. Ja, immer noch dieselbe Toilette. Wir können jetzt Pillen fressen. Sollen wir Pillen fressen? Ich glaube, damit überspringt man das Intro. Wir fressen sie mal. Ah, ist ja nicht mein erstes Mal. Obwohl, vielleicht haben sie ja irgendwas geändert. Ich fress die Pillen nicht und schaue mich trotzdem nochmal um. Geile Mucke, Alter! Der Typ ist immer noch am Rauchen. Okay, ich soll den Vertrag unterschreiben. Mit Blut. Tun wir dies. Bitteschön. Lass uns spielen, kleiner Mann. Kleiner Dealer-Mann. Zwei Leben jeder. Zwei sind fake. Eines echt. Er darf anfangen. Ach nee, er macht erstmal natürlich wieder die Patronen rein. Ich gehe all in, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt so ein Pech habe und mir direkt selbst in die Fresse schieße, aber wir kennen mich. Aber ich bin der Teufel und der Teufel gewinnt immer, deswegen... Oh, Baby! So, du bist dran, Kumpel. 50-50. Knutsch mir die Flinte. Du hast echt Glück, Alter. Du hast echt richtig Glück. Ja, und jetzt knallst du mir das Hirn weg. Autsch. Wow, ich bekomme direkt auf die Fresse vom Dealer. Vorsichtig. Ja, ich muss vorsichtig sein. Ey, die Strategie war nicht verkehrt. 3 zu 2. Hat er den intelligenter gemacht? Hat das jetzt wirklich mehr eine Herausforderung? Mhm. Wenn ich jetzt mir selbst ins Gesicht schieße, könnte es vorbei sein. Aber ich... bin ein krasser, verrückter Typ und töte mich selbst, weil ich es gut finde. Hey, Doc! Danke! Oh, genau das habe ich jetzt gebraucht. Hoch mit dir, Teufel! Die Nacht ist noch jung. Okay, das war einfach nur unlucky. Das war einfach nur verflucht unlucky. So, bin wieder hier. Let's play. Es sind immer noch drei Runden. Ich wette, wenn ich mir jetzt wieder ins Gesicht schieße, dann erwische ich genau wieder die scharfe Patrone. Aber eigentlich, rein von der Logik her, ist es das Beste, was du machen kannst. Und jetzt kann ich ja wieder nur auf dich... Ach komm schon, wiederholt sich jetzt wirklich alles nochmal? Oh, jetzt gibt ihr mir den Schuss. Wer schießt sich denn zweimal selber in die Fresse rein? Okay, ist da ein Muster? Ich habe gedacht, das ist random. Zu meiner Verteidigung, ich habe gedacht, das ist random. Ich schieße mir jetzt nicht selbst in die Fresse. Ich schieße auf dich und ich wette, es ist fake. Ist keiner. Vielleicht gibt es hier doch ein Muster. Ich dachte, das wäre alles absolut random. Puh. Ja, mir selbst jetzt das Ding ins Gesicht halten, wäre schon high risk. No! Ich habe schon wieder verloren. Ja, das war's. Ich bin tot. Was?
Hat das Spiel gerade Mitleid gezeigt? Hat er sich gerade gedacht, mein Gott, der Typ ist so kacke, bevor er sich jetzt irgendwie vor den nächsten Bus wirft, schieße ich mir lieber selbst in die Fresse. Round 2. Lass uns das Ganze ein wenig spannender gestalten. Jeder bekommt 2 Items aus der Krabbelkiste. Dödöd. Und ein Bier. Zigaretten geben Leben, Bier war nochmal... I don't know. Er hat sogar Kippen. Achso, ich entlade die Shotgun. Ja, funktioniert halt sehr gut mit einer Lupe. Weißt du was? So. Jetzt kannst du schon mal gar nichts machen. Und jetzt schieße ich einfach 2 Mal auf dich. Oder auch nur einmal. Weil hätte ich jetzt es versaut, dann hätte er mir ja wieder die scharfe Patrone in die Fresse gejodelt. Und so macht er das nicht. Eine Säge. Irgendwas von Gott. Handschellen. Alright. 2 echte, 2 falsche. Er hat Kippen. Er hat schon wieder Kippen. Bitteschön. Bro. Bitte, 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 bitte. Yikes. Komm schon. Och, echt? Oh mein Gott, jetzt kann er mir direkt mit der Säge voll auf die Fresse geben. Und er kettet mich sogar noch an. Also, wow. Ich habe 2 Mal und er heilt sich auch noch hoch. Was ist seine Strategie? Was ist seine Strategie? Da ist jetzt nur noch eine drin und die ist scharf, Kumpel. Die Anzeige hat ja hier noch Platz für weitere. Könnte er sich über die 4 hochheilen? Kann er 5, 6 haben? Weil ich glaube, es geht ja bis 6. Wow, direkt Double Damage. Er ist voll geheilt. Das ist geil. Das ist geil, Alter. Also ich habe damit gerechnet, eine Patrone, die ich schieße, die ist fake. Aber 2. Okay, kippen. Was hast du bekommen? Er hat doppelt die Lupe. Er hat so ein Schweineglück, der Sohn. Ich rauche erstmal einen. Schön die Camel. Aufgepupst. Ich versuch's. Sehen, was da rauskommt. Die war scharf. Ich schieße mir jetzt selbst ins Gesicht. Ja. Leck mich am Ärmel. Es sind 2 Schafe raus. Sehr interessant. Da sind nur noch Fakes drin. Boah, der ist noch voll geheilt. Der ist noch voll geheilt. Ja. Das war's. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie... bisschen Zaubersaft bekomme. Er hat auch Zigaretten. 3-3. Er hat eine Lupe, er hat ein Bier. Ich muss direkt was rauchen. Komm schon, Glück. Sei mal ein bisschen auf meiner Seite.
Dealer. So, aber er hat halt noch Kippen. Er kann sich in der nächsten Runde direkt wieder hochheilen. Ich gehe nochmal auf Dealer. Gut, der nächste Schuss, der wird sitzen. Er schaut rein. Oh, sehr interessant. Oh. Er holt sich ein Leben. Er ist wieder komplett vollgeheilt. Damit sind nur noch scharfe Patronen drin. Gott sei Dank ist er ab und zu ein bisschen dumm, sonst hätte ich echt keine Chance bei meinem Glück gerade. Ja gut, da kann ich mir die Handschellen sparen. Okay, Gleichstand. Oh yes, das ist gut. Er hat zweimal Wollt ihr mich ver... Wie kann der zweimal Kippen haben? Okay, jetzt muss ich voll drauf. All in muss ich jetzt. Erstmal festgekettet. Nein, das hätte ich nicht machen sollen. Oh. Obwohl, man weiß es nicht. Dealer, bitte sei eine Schafe. Ich wusste es. Irgendwie hatte ich es im Gefühl. Ich hätte erst einmal schießen sollen. Und dann absägen. Er hat noch ein Leben. Er heilt sich jetzt wieder auf 3 Leben hoch. Das wäre meine Chance gewesen zu gewinnen. Ah, er macht sich die Fluppe an. Er smokert einen weg. Es ist halt Roulette. Es ist halt Glück. Wenn es da ein Muster gibt, dann kenne ich es noch nicht. Hab noch keine. Doch eine. Warte mal. Okay, warte. Wenn ich jetzt ein Bier saufe. Das war die letzte. Es gibt nur noch Schafe. Und ich lieg mit einem Leben in Führung. Ist da noch eine drin? Jetzt wird's knackig. Ja. Die Runde geht an mich. Es dürfte eigentlich keine Fake mehr drin sein. Die letzte war noch scharf. Habe ich doch richtig gerechnet. Uff. Boy. Der Teufel gewinnt. Das Spiel ist ja so ultra im Hype, ne? Okay, der Final Showdown. Keine Defis, kein Blut. Wir tanzen an der Kante des Lebens. Hol deine Hightech-Mytech-Maschine raus und let's dance. Vier Items. Komm schon, gib mir noch eine Lupe. Ah, Handschellen sind auch gut. Klar, hat er eine Lupe. You know the drill. Aber bis jetzt sehe ich noch nichts vom Update. Soll hier irgendwie neuer Content drin sein? Alter, das ist so ein Pech. Da sind nur noch Fakes drin. Wahrscheinlichkeitsmäßig, ne? Er verschwendet sogar ein Bier und eine Lupe dafür. Die Waffe war komplett harmlos. Bro, die war komplett harmlos. Noch ein Bier, noch eine Lupe. Wilder Mix.
Und er sagt ja, macht sie random rein. Also eigentlich müsste da alles cool sein. Klonk, klonk. Jetzt hauen wir mal raus. Ist fake, ne? Oder? Ich habe das eben echt schlecht erkannt. Ja, ist eine Fake. Jetzt muss es eine Schafe sein. Ich kann halt nicht nochmal reingucken. Ich rauche noch eine Kippe. Habe ich mein Leben wieder zurück? Jetzt bitte, bitte. Als ob. Ey, wie viel Pech kann ein Mensch haben? Und der hat ja noch 2 Kippen. Na, das sind, glaube ich, alle. Wollt ihr mich wirklich? Jetzt sind nur noch Schafe drin. Der sägt das Ding ab. 2-mal hintereinander und ich bin tot. Wow, der kann mich nämlich anketten und alles. Also, so viel Pech muss man erstmal haben. Weil hätte ich jetzt ein Bier getrunken und hätte eine Patrone rausgeswaffelt, kann ich ja nicht wissen, ob es jetzt eine Fake ist oder... Ah, es gibt ja mir den nächsten. Jetzt hätte ja noch Schafe drin, da habe ich noch 2 Leben. Wow. Er hat immer noch doppelt Kippen. Are you ready? Nö. Bitte. Ich muss das Ding leer kriegen und in der nächsten Runde hoffen, dass da irgendwie... Ah, da war noch eine Fake drin! Sag mal, wie viele Fakes waren denn da? Der hat das ja unten nicht mal aufgezählt. Na, jetzt raucht er sich wieder frisch. Da wird keine Fake mehr drin sein. I'm RIP. Bams. Also es war wirklich der unangenehmste Lauf, den ich jemals überhaupt hatte. Das war ultra Pech. Ultra, ultra böses Pech. Was hat er jetzt? 3 Fakes in Folge? Back again. So, du Sohn. Final Round. Ich hoffe, ich sehe dich nicht mehr hier. Kippen sind immer gut. Handschellen. Bier. Bier. Er hat auch Bier. You know the drill. Ich kenne den Drill, ja. Erstmal einen wegdudeln. Und hau ich hier direkt... Ich dudel noch einen weg. Ah, es war die Schafe. Hier, bitte. Nächste Runde. Er hat 3-mal Bier. Interesting.
Oh, okay, das war sexy Loot. Alles klar, 3-3. Habe ich wieder so ein Pech? Was hat er da alles liegen? Diesmal da. Ist das Kippen da hinten? Ich weiß es nicht. Kann man nicht so genau sehen, was das ist. Das war mein Treffer. Hätte ich jetzt eine Lupe, könnte ich das halt gut verbinden mit den ganzen Sägen. Bei meinem Pech schieße ich mich jetzt selbst K.O., ne? Immer noch 50-50 in der Kiste. Ich hoffe, dass der jetzt sitzt. Ach, komm schon! Oh! Jetzt ist sich zu erschießen die Gefahr höher und der raucht natürlich direkt an, ist wieder frisch. Er haut eine gefährliche raus. Er trinkt noch eine. Haut noch eine gefährliche raus. Okay, er räumt mal richtig seinen... Der räumt richtig seinen Tisch auf. Was geht denn mit ihm? Ah, es gibt's eh nur noch. Und Schafe. Damit müsste die Runde sogar durch sein. Hardcore. Absolut Hardcore. Eine Lupe. Gib mir noch eine Lupe. Ja, Doppellupe. Damit kann ich arbeiten. Mhm. Zwei Fake, drei echte. Let's do it. Das ist eine echte. So, bitte, mein Freund. Jetzt gehen wir dir mal ordentlich auf die Nase. Papa ist am Segen. Der Papa ist am Segen. Erstmal schön zwei Damage. Ich würde jetzt ganz frech behaupten, die nächste da drin ist ein Fake. Ich will keine Lupe dafür einsetzen, weil die mir noch zu wichtig ist. Ich habe zwei Kippen. Wir können es riskieren. Na also. Jetzt schieße ich nochmal auf dich. Das ist doch mal ganz ordentlich, was hier passiert. Damit jetzt einer rauchen, der hat halt auch noch Doppelkippen. Also er ist irgendwie, er macht immer noch Fehler. Er hat Dummheiten gemacht in dem Run. Aber meines Erachtens, oh, er gibt mir direkt doppelt. Dann ist die Runde durch. Vielleicht schießt er sich auch gleich in die Fresse, aber mir kommt es so vor, als wäre er intelligenter. Er nutzt auch die Items deutlich aggressiver und intelligenter. Jetzt kann ich ein Item nicht nehmen. Ah, cool. Boah, hat der viele Handschellen. 4-2. Bitte. So, schön was smoken. Dann eine Lupe. Ich muss jetzt Druck machen. Er hat so viele Handschellen. Fake. Jetzt, ich hoffe einfach mal, dass die nächste scharf ist. Aber bei meinem Glück kann man das nicht so genau wissen. Er hat auch noch eine Lupe, ne? Gott sei Dank. Ey, ich dachte wirklich jetzt ganz kurz wieder, die ist fake. Er hat nichts zum Heilen. Er hat nichts zum Heilen. Ich kann den eh nicht
nicht kalt machen. Ich mach nochmal hier. Ich glaube, es ist eine Fake. Oh. Hätte er jetzt auf Fake gesetzt. Are you ready? Bin ich. Waren nur zwei Fakes drin, ne? Okay, hat erkannt, dass ich die dominierende Macht bin und hat sich einfach selbst weggepustet. Warte mal. Der Geldkoffer kommt. Oh, so wunderschön. Geil. I'm rich, Mother F. Glückwunsch, Teufel. Du bist reich. Naja, geht so. Arm bin ich nicht, aber ich könnte schon reicher sein. Oh. Und jetzt fressen wir die illegalen Pillen. Gib mir die Drugs, Baby. Gib sie mir. Wow, der Raucher ist weg. Okay. Alles klar, dann unterschreiben wir mal. Wir nennen uns einfach Drugs. Drucks ist mein Name. Es gibt direkt Items. Ein Item. Vier Leben. Zwei Fakies, zwei echte. Oh Mann, das wird jetzt der Hardcore-Modus. YOLO! Hab ich ein Glück? Mann, hat der Typ Glück, ne? Er säuft ein Bier, haut wahrscheinlich die Fake raus. Knallt mir jetzt ins Gesicht. Ich habe direkt zwei Leben verloren. Übel. Absolut übel. Das ist der Hardcore-Modus. Da schwitzt dir die Eier feucht. Ja, nehme ich. Leben zurück. Oh. Oh. Okay, ist deutlich mehr. Okay, was für eine krasse Konstellation. Ich sauf ein Bier. Ja. So, mein Freund. Nur für dich. Nur für dich. Gleichstand. Wir haben beide noch Kippen. Die magische Zauberflinte, ne? Und ich habe noch Handschellen. Als kleines Bonus-Schmeckerl. Okay. Erstmal eine rauchen. Erstmal einen wegsmoken. Hätte ich jetzt eine Lupe, wäre so geil. Er mit den Flossen. Die nächste ist bestimmt auch nochmal ein Fake, ne? Aber weil wir hier im YOLO-Land sind, hoffen wir, dass die Götter uns ein kleines bisschen gern haben und der jetzt erledigt ist. Bitte, bitte, bitte. Oh, dankeschön. Dankeschön, wir durften Hirnmasse verteilen. Drogen haben gewonnen.
Okay, der Tisch wird leergeräumt. Lupe. Okay, das ist eine geile Kombo. Das ist eine sexy Kombo. Er hat aber Kippen. Ich finde, die Lupe ist eh... Nur zwei Leben. Das ist ein richtiger Speed-Modus. Let's take a look. Fake. Ja, jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Mag uns da oben jemand? Mag den guten alten Drugs jemand oder nicht? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Die Runde geht an dich. Die Runde geht an dich. Ja, hau ruhig raus, Kumpel. Zeig deine Dominanz, indem du alles rausholst, was geht. Ja. Alter, du bist bei null. Okay. Du bist wirklich komplett bei Zero, wenn du die Pillen reinwirfst. Ist der, der raucht, der Doktor? Ich muss sogar einen Vertrag unterschreiben neu. Das wird mies. Guter alte Lack. Das wird mies. Zigaretten, Handschellen. Alright. Drei Fakes, drei echte. Och, er hat Doppelkippen? Was soll denn das? Selbst wenn ich ihm jetzt voll einen mitgebe. Jetzt YOLO ich mir selbst ins Gesicht. So auf, ich werde es nicht überleben, Basis. Ich habe es überlebt. Ich riskiere jetzt hier alles. Aber er hat eh zweimal Kippen. Kippen sollte man auch nur einmal pro Runde verwenden dürfen. Ich finde das ein bisschen zu OP. Und ich habe wieder meine Säge verschwendet. Geil. Damit sind jetzt zwei Schafe drin und ein Fake. Er holt eine Schafe raus. Ja, hält sich jetzt wieder eh voll. Ja, es ist nur noch ein Fake drin, ne? Das war's. Runde ist vorbei. Nichts geht mehr. Was? Ist da noch eine drin? Dann ist jetzt noch eine echte drin. Es war noch eine Fake drin? Ha. Huh. Besser aufpassen, ne? Huh? Säge, Säge, Säge. Dreimal Säge. Eine Lupe. Und wieder kippen. Boah, hätte ich jetzt gern... Ich riskier's. Ich habe so viele Sägen, ich muss sie abarbeiten. Bitte, 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 bitte. Das gibt es doch nicht. Also ernsthaft jetzt, Spiel. Autsch. Säge. Eine. Ich rauche meine Kippe. Er hat halt Handschellen und Lupe. Das ist halt auch eine miese Kombo. Ich versuch's. Ich schieß mir selbst ins Gesicht. We'll be right back.
Und was siehst du? Ist es Handschellen wert? Interessant. Interessant. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Damit ist das Ding auch schon wieder durch. Komm, gib mir mal eine Lupe. Was ist denn da los? Warum kriege ich denn nur Sägen? Zwei Fakies. Gegen jede Wahrscheinlichkeit, du. Jetzt ist eh gelaufen. Das ist absolut unnötig, Alter, aber na gut. Verschwend ruhig deine Items. Weil hätte ich halt direkt schön abgesägt und drauf. Hätte ich ihm auch mal zwei wieder abgezogen. Kippen. Bier. Handschellen. Handschellen. Warum keine Lupe? Warum kriege ich keine Lupe? Ich will eine Lupe. Ich werde jetzt gleich das Bier schlabbern und die Kippe rauchen. Er hat zwei Kippen. Oh, den kriege ich doch nie runter, den Sack. Nee, Alter. Oh. Ah, das Ding ist wertlos. Da geht's kaputt, ne? Und guck mal, was er da vorne alles liegen hat. Lupen, Sägen, Kippen. Der hat da vorne wirklich Schlaraffenland. Lupe. Noch eine. Oh, die Kippen hätte ich gut brauchen können, dass man nicht wechseln kann. Was kriegt der jetzt alles? Ist es euer Ernst? Der hat ja nur Lupen. Ich setze meine Lupe ein. Ist ein Fake. Und jetzt wird sich wahrscheinlich wieder noch ein Fake schießen. Und er gibt mir damit mit der Säge auf die Fresse. Muss ich direkt verhindern. Indem ich ihn ankette. Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Aber wie gesagt, er hat zwei Kippen. Ich muss nochmal so einen Move in der nächsten Runde hinlegen. Qualvoll. In der nächsten Runde muss noch einmal so ein schöner Bugshot und dann... Ja. 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 Doppellupe. Doppellupe. Die Lupe ist so strong. Ist so ein gutes Item. Besonders wenn ich da noch Handschellen drauf habe. Jetzt kriege ich ihn. Jetzt kriege ich ihn. Mit den Sägen und so. Ich hab dich, du Sau. Erst die Lupe. Fake. Schießen wir uns ins Gesicht. So, ich gehe jetzt hier kein Risiko ein. Handschellen, weil die Items sind ja eh alle weg. Muss ich auch nicht pachten. Ich rauche noch eine. Aromatisch. Nochmal die Fake. Oh, siehst du. Und jetzt bist du tot. Ja. Ja. Mann. Was für ein Sweat. Und das wäre erst Runde 1, ne? Luck wins. Weil ich bin ja, ich fange ja immer wieder ganz bei 0 an. Boah. Jetzt bin ich in Runde 2.
Donny Dyler ist wieder frei. Bier. Ein Bier. Er hat Handschellen. Mies, mies, mies. Keine Ahnung. Nippel an meinem Bier. Kannst nicht sagen. Es war ein Fake und jetzt hoffe ich, dass es kein Fake ist, damit ich meinen ersten Damage Point rausjodeln kann. Damit ich direkt mal hier in Führung gehe. Aber er hat halt Handschellen. Deutlich stärker als ein Bier. Zwei Fakies. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Er hat hochgepokert und ist dafür gestorben. Das war eine aggressive Taktik, Alter. Hättest mich doch eh nicht wegholen können, so an sich, ne? Runde 3 ist keine Todesrunde. Anderes Symbol. Weil ja jede Runde eine Todesrunde ist, ne? Okay, geile Kombo. 3 Fakes, 2 echte. Let's do it. Let's do it. Eine echte ist noch drin. Komm. Mit der Säge könnte ich direkt... Ist eine Fake. Das macht spannend. Ich riskiere eine Menge. Er hat auch noch... verdammte Kippen. Wenn das jetzt eine Fake ist, dann habe ich die Runde auf jeden Fall verkackt. Wir können jetzt nur zu den alten Russisch-Roulette-Göttern beten, dass es echt ist. Oh! Wow! Ja gut, er hat freie Bahn. Er wird mich töten. Wie kann man so ein Pech haben? Wie kann man so ein Pech haben? Bro! Er hat noch alle Items jetzt. Oh, er hat... Oh, die Doppellupe. 3 echte, 3 Fakes, ne? Ich hab halt nichts. Zwei echte, 3 Fakes. Schauen wir mal, was er da rausklippt. Fake. 50-50 wieder. Na, er kann halt rauchen. Ich kann nicht rauchen. Liebe Kinder, immer schön rauchen. Das gibt Gesundheit. Nice. Bin bei einem Leben. Vorsichtig. Ja. In der Tat. Come on. Was? Was? Ich habe alle Fakes wieder... Tot. Alter, was? Wie viel Pech kann ein Mann denn bitteschön haben? Wie viel Pech kann ein Mann denn bitteschön haben? Ich wollte die Lupe halt sparen, damit ich Double Move machen kann. Damit ich es irgendwie so hinkriege. Passt es rein? Unluck. Präsentiert die Ware. Vier Leben. Zwei falsche. Ein echter. Und ich schieße mir jetzt einfach wieder ins Gesicht und hoffe, dass die Macht der Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite ist.
Bitte, 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 bitte. Ach, ja. Ich traue der Sache einfach nicht. Ich traue der Sache einfach nicht, dass... Machen wir jetzt so. 50-50. Du blödes Drecksschwein hast immer so ein Kackglück. Unglaublich. Hätte ihm eben schön doppelt geben können. Der Sack überlebt das ja hier. Nimmt den einen Schaden. Kies, du musst einfach intelligenter spielen. Das ist Glück. Woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Dass die beiden Fakes kommen hintereinander. Oh, Doppellupe. Und Doppelsäge. Damit kann man spielen. Und er hat Doppelkippen. Was zum... Wieder 50-50 hier. Let's getting hard in here. Naja, kann sich halt wieder hochheilen. Hat ein Leben leider noch übrig. Zwei Fakes, ein Real. Holt ihr die echte raus? Wow. Wow. Leckt mich am Ärmel. Was für ein Skiller. Was für ein Skiller. Wir sind gleich wieder Gleichstand jetzt. Komm, setz noch eine Lupe ein oder kette mich fest. Was für ein Skiller, bitte. Fuck das nicht. Ich pack das nicht. Oh, wieder 50-50. Ich will dafür halt keine Lupe einsetzen. Ganz ehrlich. Ich hätte wenigstens keine Kippen bekommen. Werde ich mich gleich wieder selbst verletzen. So, und jetzt setze ich die Lupe ein, obwohl ich, wenn ich ehrlich bin, immer noch keine Lupe einsetzen will. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Es ist wirklich nochmal der Fake. Das ist unglaublich. Es ist wirklich nochmal der Fake gewesen. Das ist unglaublich. Spiel den Modus mal durch. Säge ist gut. Ein Item nur. Uff, und der hat 4 Fakes, 3 echte. Bitte sei jetzt nicht der Fake. Der echte meine ich. Komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir einmal ein bisschen Glück. Pures Glück, pures Glück. Mathematisch gesehen, ne, kann man so ein bisschen sagen, okay, 4 Fakes, 3 echte. Die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fake erwischst, liegt jetzt tendenziell ein bisschen höher, aber der Rest ist pures Glück. Und ich habe das Glück leider nicht auf meiner Seite. Schrott. Und er hat eine richtig geile Kombo. 4 echte, 4 Fakies. Eine Fake ist weg. Eine hat gesessen. Immer noch 50-50. Immer noch 50-50. Er hat halt Handschellen, Lupe. Das ist eine ekelhafte Kombo. Kann mich zwar nicht töten, aber er kann mir 3 Leben abziehen, rein theoretisch. Ich denke mal, jetzt wird er mir direkt 2 nehmen.
Oh. Gleichstand, interessant. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Jetzt sind mehr Fakes, glaube ich, noch immer drin, ne? Komm, hau ein Fake raus. Let's go. Wir sind beide blank. Dürfte eigentlich nur noch ein Falscher dran sein. Aber riskieren will ich es nicht. Ich habe irgendwie eben gerade nicht mitgezählt. Und ist durch. Ja, jetzt ist durch. Jetzt müsste durch sein, oder? Ja. Eine Lupe. Ein Treffer. Gewonnen. Alright. Erstmal eine rauchen. Die Lupe jetzt schon einsetzen. Na ja, komm. Oh Gott, der hat jetzt zweimal kippen. Fake. Es wird spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich erwische wieder so einen doppelten Fake. Der gewinnt das am Ende noch. Ich erwische wieder den doppelten Fake. Ich sollte auf mein Gefühl hören. Ja, zwei Leben. Zack, weg. Der raucht sich nochmal hoch auf drei. Alter, das bringt mich zum Schwitzen. Das bringt mich richtig, richtig zum Sweaten. Das ist so ein sweatiger Sweat-Modus. Ich sweate mir hier wirklich einen ab. Boom. Hätte nicht selber ins Gesicht schießen können. KI-Aussetzer, ein kleiner. Er hat sogar noch eine Lupe übrig. Er nimmt eine Lupe in die nächste Runde. Ich komme mit zwei Segen daher. Lupe. Eine Lupe. Wow. Er bekommt auch noch eine Säge. Oh mein Gott, schon wieder die Konstellation. Jetzt, komm, man kann nicht zweimal dieselbe Konstellation haben, oder? Ich wette, der überlebt es wieder. Oh. Oh. Aber er hat übelstes Item-Luck. Jetzt nochmal eine Lupe ziehen. Lupe oder zweite Wahl wäre Handschellen. Gib mir eine Lupe. Eine Säge. Och nee, nur eine Säge. Oh, er hat auch noch Kippen. Och. Ich kann nur All-In gehen. Ich kann nur All-In gehen und hoffen, dass das jetzt ein scharfer Schuss ist. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 Gott sei Dank. Mann. Ist ja gestört, was hier abgeht. Unluck win. Finale. Was nichts bedeutet. Es bedeutet nichts. Ein falscher Move. Und das war's. Wie viel Leben kriegen wir zugedealt? Zwei. Ich glaube, ich entschärfe hier mit meinem Billy-Bier. Was ist es? Ach, Kacke! Ich hätte ihn jetzt finishen können. Was denn? 50-50, okay, das kann ich schaffen. Ich muss einfach nur jetzt ihn fesseln und zweimal absägen und auf ihn schießen. Wenn es der Fake ist, ist auch nicht schlimm. Die Handschellen schützen. Das ist gewonnen.
Ich darf doch jetzt nochmal sägen, oder? Müsste eigentlich. Ist ja eine neue Runde. Ja. Ich hab's gewonnen. Ich hab's wirklich, wirklich am Ende gewonnen. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Doppel oder nichts. Moment, wir behalten die Items. Ach du, es geht komplett von vorne los. Oh, wir behalten die Items. Ach du heilige Kacke. 4 Leben. 3 Fakes, 2 Echte. Das war ein Echter. Das war ein Fake. Die Lupe ist irgendwie so ein Ass im Ärmel. Ich beschwöre, dass da jetzt nochmal ein Echter drin kommt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gegen mich. Er wird mich vernichten. Schießt den Echten aus. Er schießt den... Der hat doch Insider-Infos. Der Pisser hat doch Insider-Infos. Der hat doch Insider-Infos. Das ist gefaked. Never. Never, Bro. Alright. Ich smoke eine Runde. Ich kann nicht anders. Ich muss meinen Kram einsetzen jetzt. Let's do it. Der ist halt hart am Start, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ach, er hat auch noch 2-mal kippen. Ich wusste ja nicht, dass man die Items auch noch behält. Der war ja noch richtig gut am Start. Jetzt sägt er ab und gibt mir richtig auf die Fresse. Und ist wieder vollgeheilt. Uff, uff, uff. Wild. Richtig, richtig wild. Vorsichtig, ja. Das sieht nicht gut aus für den alten Gil. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. 3 echte, 3 falsche. Er hat keine Lupe, aber er hat Doppelhandschellen. Erstmal einen smoken. 3 echte, 3 falsche. Falsch? Wahrscheinlich habe ich wieder so doppelfalsch, ne? Oh, oh, oh. Puff. Keine Zigarette, bitte. Weil ich brauche die Lupe als Ass. Bitte. Ja. Aber schauen wir mal, was er macht. Aber er kann mich töten. Mit Handschellen. Kann mich töten. Er zieht jetzt eine falsche raus. Er hat Insider-Infos. Er hat Insider-Infos. Wenn die jetzt scharf ist, hat der Mann Insider-Infos. Okay, er hat keine Insider-Infos. Er hat anscheinend keine Insider-Infos.
Er hat Insider-Infos. Die Handschellen, die bumsen mich weg. Oh nö, ich bin wieder bei Null. Also, ich weiß, dass es kein alternatives Ende oder sowas gibt. Also, du kannst immer wieder doppelt oder nichts, doppelt oder nichts, doppelt oder nichts. Das ist quasi jetzt ein Endlos-Modus, könnte man sagen. Ja. Das Spiel ist nach wie vor sehr, sehr geil, wie ich finde. Für $1.20, ja, also ein Euro und ein paar Cents, kannst du nichts sagen. Macht echt Bock. Ich habe Freude damit. Ich hoffe, der Hype pusht den Mann richtig, der verkauft das richtig oft und dann kommen da noch ein paar coole Sachen rein, ein paar neue Elemente, vielleicht auch ein Multiplayer. Das wäre eigentlich auch perfekt für Multiplayer. Sich mit Freunden da hinsetzen und sich gegenseitig irgendwie die Fresse wegschießen, gibt auf jeden Fall Nervenkitzel. Ich würde es 100% im Multiplayer spielen. Das wäre meines Erachtens der nächste logische Schritt. Da brauchst du ja auch keine Server, weil irgendjemand macht das Spiel auf, der Freund kommt rein, braucht ja nur zwei Spieler, peng, peng, nette kleine Runde, alle lachen, alle haben Spaß. Sehr, sehr geiles Spiel. Machen wir noch einen Hashtag. Hashtag doppelt oder nichts. Doppelt oder nichts. In die Kommentare. Das war das Update. Bis zum nächsten Mal. Ich schwitze Blut. Auf Wiedersehen und tschüss!